Musik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute Abend in die Romanfabrik gefunden haben. Wir starten heute eine neue Reihe, das Café Europa, eine Idee der Romanfabrik. Ich bin der Geschäftsführer Michael Hohmann und das Institut Franco-Allemand des Sciences Historiques et Sociales, Professor Pierre Monnet, an meiner Seite hier an der Universität in Frankfurt angesiedelt. Diese Reihe beginnt 8 Tage nach einer bedeutungsschweren Wahl zum Europäischen Parlament. Und wenn alles gut geht und die Gelder fließen, wird es vielleicht 5 Jahre andauern, bis wir diese Reihe beenden, bis zur nächsten Europawahl. Wir haben sehr viel Stoff gefunden, gemeinsam in Diskussionen und Debatten und Vorträgen. Eine kleine Auswahl für das erste Jahr haben Sie im Prospekt vor sich oder Sie finden es nachher an der Kasse. Wir beginnen heute Abend mit Rainer Forst, Professor der Philosophie an der Universität Frankfurt, Leibniz-Preisträger, Co-Sprecher der Exzellenzclusters zur Normenbildung, soziale Normen. Ein hervorragender Vertreter und an seiner Seite heute Abend Daniel Cohn-Bendit, von 1994 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments und Publizist und zumindest in Frankfurt und in Paris ein mehr als bekannter Mensch. Ich möchte nur so viel zur Reihe sagen, sie ist nicht im ersten Sinne politisch gedacht. Wir gehen davon aus, dass Europa größer und älter ist als die EU. Aber die Themen, die wir hier ansprechen, unter dem Motto zur Identität Europas, haben wir einen weiten Fächer gespannt, ich habe es eben kurz erwähnt, der uns hinführen wird in die verschiedensten Aspekte, beispielsweise das Schisma Ostrom und Westrom, was ist aus Byzanz geworden in Osteuropa, oder ein Thema, wo sind die Wurzeln Europas in Griechenland? Aber die Griechen hatten auch Kultur- und Wissenschaftsvorläufer im Nahen Osten, in Assyrien, Mesopotamien, Ägypten. Es ist weit gefächert. Was wir hier veranstalten, ist sozusagen protopolitisch. Es ist der Vorhof zur Politik. Und vielleicht gereicht es dem einen oder anderen Politiker auch dazu, sich hier Ideen zu sammeln und ihr Verständnis von Europa aufzubessern. Dieser Abend wird aufgezeichnet. Wir werden die ganze Serie, die ganze Reihe auf YouTube publizieren. Und am Ende eines Jahres werden wir auch ein Jahrgangsband publizieren in Buchform. Pierre Monnet sagt etwas zu seiner Vision von Café Europa. Er hat den Titel gegeben. Er sagte mir, Michael, nenne es doch Café Europa. Und das fand ich auf Anhieb überzeugend, denn Café bedeutet, dass nicht nur hier Vorträge gehalten werden und auf dem Podium debattiert wird, sondern dass auch am Ende die letzten 20 Minuten dem Publikum Ihnen gehören mit eigenen Beiträgen. Das sollen nicht nur Fragen sein, sondern eigene Positionen zu dem heutigen Abend und dem Thema, was vorgelegt wird von Rainer Forst. Merci, merci Michael. Comme vous le voyez, je prends la parole en français parce que l'Europe, c'est aussi le multilinguisme, c'est ce mélange des langues, ce passage ou ces traductions d'une langue à l'autre, comme Umberto Eco disait que la traduction était la langue de l'Europe. Je suis donc très heureux de vous saluer. Vous êtes très nombreux à venir. J'avoue que la dernière fois que j'avais l'honneur de saluer Daniel Cohn-Bendit, j'étais un petit peu plus stressé parce que c'était en octobre 2017 quand il a débattu avec le président Emmanuel Macron à l'université Goethe. C'était presque un autre temps. C'était encore sur la lancée de son élection. C'était avant l'indécision allemande. C'était avant les glissements électoraux d'importance que nous avons connus. Bref, la page a vite tourné. Donc j'en profite aussi naturellement pour saluer mon collègue Rainer Forst. Je crois que ça a aussi un sens, évidemment, que l'université Goethe
soit là. Créée en 1914, une université de Bürger Initiative, très ancrée dans une tradition libérale, démocratique, parlementaire d'une ville qui est sans doute en Allemagne l'une des plus européennes. Et Daniel Cohn-Bendit aussi le sait bien. Donc Michael m'a dit, parle très peu, mais dis juste quelque chose sur le Café Europa. Donc je vais dire juste une chose. Pourquoi le Café Europa ? D'abord parce qu'il faut parler de l'Europe, naturellement. Première chose, y compris dans la dispute. Deuxième chose, parce qu'on en parle mal, et de plus en plus mal, comme vous pouvez l'entendre sur les médias et dans la bouche d'un certain nombre de responsables, parce qu'on fait la confusion pour de bonnes et pour de mauvaises raisons entre l'Union européenne et l'Europe. Et si on a atteint l'objectif, entre autres à travers nos débats, de dire que c'est à la fois la même chose et pas la même chose, je pense qu'on aura bien progressé, parce qu'il faut en parler au pluriel. Et j'indique ici que l'entreprise éditoriale que nous avons avec 5 autres collègues l'an dernier, lancée dans une maison d'édition française, s'appelle Notre Histoire, va paraître dans 3 mois en allemand à la Wissenschaftliche Burggesellschaft Darmstadt. 106 historiens qui se sont préoccupés de l'Europe, mais à front renversé. Par exemple, on a confié l'article Napoléon à un Anglais. Voilà, c'est aussi une façon... je ne sais pas si je vois Daniel Cohn-Bendit qui dodeline la tête. On verra si c'était le bon choix. Et puis, dernière raison, parce qu'il faut parler de l'Europe... Oui, c'est vrai, exactement. Non. Donc là, enfin, un Anglais qui a présenté un autre Napoléon. Et puis, dernière chose, et après je me tais, parce qu'il faut parler de l'Europe, je crois, d'en bas. Et de ce point de vue, l'association qui unit ce lieu que vous connaissez tous, la Romnan Fabrik, et puis notre modeste institut ancré dans l'université Goethe, est aussi une façon de dire qu'il faut se saisir de problèmes à tous les niveaux, et pas seulement d'en haut, mais en bas. Et je crois que votre présence montre aussi que vous avez répondu à cet écho et à cette attente. Donc, sans plus tarder, je rends le micro et je nous souhaite une très bonne discussion. Merci. Ich mache jetzt zunächst noch mal ein solches Zeichen. Das wäre sehr freundlich, wenn Sie mir folgten. Die andere Seite, die ich noch, oder ein Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, bei der Vorbereitung darauf, was die Identität Europas ausmacht, stieß ich bei 2 englischen Historikern, die ein großes Buch geschrieben haben über den Beginn Europas, stieß ich endlich auf die Erklärung, warum Europa Europa heißt. Mir war es immer schleierhaft, warum die Heroine, die auf dem Rücken Zeus nach Kreta entführt wurde und die dann seltsame Mischgestalten gemeinsam hervorbrachten, warum das die Namensgeberin für Europa sein sollte. Nein, ich fand bei Price und Co. in diesem schönen Buch einen Hinweis, dass der altgriechische Geograf Hekataios um 500 vor unserer Zeitrechnung die Namen, die schon vorhanden waren, von Okeaniden, das heißt von Töchtern des Meeresgottes Okeanos. Und er hat die eine Okeanide Europe genommen, um seinen Kontinent damit zu taufen. Und eine andere Okeanide Asie hat er genommen, den gegenüberliegenden Kontinent zu bezeichnen. Das waren zugleich für Hekataios die Barbaroi. Und eine dritte Okeanide hat er genommen, Libye, um den dritten Kontinent Afrika zu bezeichnen. Man macht seine Entdeckungen, wenn man sich mit Europa beschäftigt. Viel Spaß. Okay, vielen Dank, lieber Herr Hohmann, lieber Herr Monet, für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, hier gemeinsam mit Daniel Cohn-Bendit den Auftakt. Können Sie mich gut hören? Den Auftakt dieser wirklich beeindruckenden Reihe hier zu bestreiten. Es sieht auch aus, als wird es ein heißer Abend. Also ich hoffe, Sie haben alle kalte Getränke. Hier unser Wasser ist noch, sagen wir mal, Zimmertemperatur. Aber vielleicht kriegen wir nachher auch was Kühles. Meine Aufgabe ist es, kurz den Aufschlag zu machen. Und wenn deutsche Professoren kurz sagen, wissen Sie schon, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber ich versuche es tatsächlich im Rahmen zu halten. Ich denke, dass es ganz passend ist, eine Veranstaltungsreihe, die über Europa nachdenkt, mit einem Gespräch zu beginnen über die sicher wirkmächtigste positive
intellektuelle und politische Tradition Europas, nämlich die Periode der europäischen Aufklärung. Und da denken wir primär ans 18. Jahrhundert, aber die Aufklärung beginnt früher, im 17. Jahrhundert. Und natürlich die Französische Revolution, in der viele die politische Kulmination dieser Tradition sehen. Gelegentlich werden wir vielleicht in unserem Gespräch auch die weniger guten politischen und intellektuellen Traditionen streifen, die Europa hervorgebracht hat. Denn wenn wir Europa feiern, feiern wir seine guten Traditionen. Aber wir sollten nicht übersehen, dass die politischen Traditionen des Nationalismus, auch des Faschismus, auch Hervorbringungen Europas sind, was uns schon warnen sollte, dass wenn wir uns mit politischen Traditionen und Denktraditionen innerhalb Europas befassen, dass wir die dunklen Seiten Europas und vielleicht auch gelegentlich, und da werde ich hier und da was zu sagen, die etwas weniger hellen Seiten der Aufklärung mit bedenken. Also der Reihe nach, was heißt eigentlich Aufklärung? Und es ist immer eine gute Idee, bei Kant nachzuschlagen, dem größten Philosophen der Aufklärung. In seiner berühmten Schrift mit dem Titel Was ist Aufklärung von 1783 definierte sie als, Zitat, den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wohlgemerkt, selbstverschuldet. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Zitat Ende. Es ist interessant, dass Kant in diesem Text viel stärker die Faulheit und Feigheit derer kritisiert, die ihr Denken nicht selbst und autonom betreiben, sondern unhinterfragt Autoritäten fügen. Wie man über die denken soll, die nicht aufgeklärt sind, können wir vielleicht nachher mal kurz reflektieren. Jedenfalls ist Kant hier kein Ideologiekritiker, der sagt, dass die Leute dumm gemacht werden, sondern er wirft ihnen vor, dass sie in einem Stadium des unmündigen Denkens bleiben. Kant bezeichnet sein Zeitalter insgesamt als das Zeitalter der Kritik. Der Kritik, wie Kant sagt, der sich alles unterwerfen muss. Als das Zeitalter der, wenn es gut geht, öffentlichen Gebrauchs der Vernunft. Denn die Kritik vollzieht sich nicht im stillen Kämmerlein. Die Aufklärung ist eine Sache der Öffentlichkeit. Und die Überwindung unhinterfragter Autoritäten muss in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und diejenigen von Ihnen, die etwa zeitgenössische Philosophen der Aufklärung wie Jürgen Habermas kennen, werden sehen, dass dieser öffentliche Gebrauch der Vernunft ein fester Topos auch bei Habermas ist. Das Zeitalter der Aufklärung, so Kant, ist nicht das aufgeklärte Zeitalter. Und vielleicht stimmt das auch für unser Zeitalter. Denn die Aufklärung ist nie zu Ende. Sie ist immer eine Aufgabe, Autoritäten, die wir anerkennen, ob Autoritäten des Denkens, des Handelns, zu hinterfragen. Und jede Gesellschaft, jede intellektuelle, geistige Formation bringt ihre eigenen Autoritäten hervor. Manchmal sind es auch Autoritäten der Kritik, die wir bewundern. Aber vielleicht soll man auch solche Autoritäten der Kritik und der Aufklärung auch noch einmal kritisch betrachten. Also ich will nicht sagen, die Aufklärung sei anti-autoritär, also da gibt es andere Experten über das Anti-Autoritäre, aber sie ist zumindest autoritätskritisch. Das gehört zu jedem Verständnis von Aufklärung und deshalb sollten wir uns über die Aufklärung als Epoche unterhalten, aber eben auch als Aufklärung, als etwas, das epochenübergreifend eine Aufgabe bleibt. Jetzt gibt es Aufklärungen natürlich schon vor dem 16. Jahrhundert, überall dort, wo etwa innerhalb der christlichen Tradition mutige Denker wie Abelard oder auch in den anderen religiösen Traditionen bestimmte
Dogmen hinterfragten. Aber doch erst in Europa ist das ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, nach dem großen Aufbruch der Reformation, wo eine bestimmte Art des radikaleren Fragens sich entwickelt. Denken Sie etwa an Denker wie Montaigne, Pascal, heißt also hier sehen wir früh schon einen Geist der Aufklärung. Wenn ich übrigens die Reformation erwähnt habe, sollten wir vorsichtig sein, denn allzu oft wird, so wie Hegel sagte, die Reformation sei die große Morgenröte der Philosophie gewesen, wird oft die Reformation sozusagen mit dem Aufklärungsrationalismus in eine Schachtel getan. Da soll man etwas vorsichtig sein, denn die Reformation war keine Feier der Vernunft. Sie war eine Feier der Kritik religiöser Autoritäten, aber nicht im Namen der Vernunft, sondern des wahren Glaubens. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber dennoch können Bewegungen wie die reformatorische etwas auslösen in der Revolution der Denkungsart, wie Kant gesagt hätte, das weit über die Intentionen der Reformatoren hinausgeht. Religionskritik bleibt und ist der Kern des aufklärerischen Denkens. Dabei geht es nicht nur um die Kritik der Religion, sondern überhaupt um die Frage oder die Aufgabe, die gesellschaftlichen Lebensweisen und Institutionen und Denkweisen wissenschaftlich, rational zu durchdringen. Die große Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert ist der Versuch, das gesamte rationale Wissen einer Zeit zusammenzuführen. Und das reicht eben von der Technik bis zur Religion oder Religionskritik und eben auch zum Staat. Und zum Staat komme ich gleich noch. Die Aufklärer, und hier kann man getrost die männliche Form wählen. Es gab auch Aufklärerinnen, aber wir sprechen über eine Zeit, in der Frauen sehr viel Mut und Kraft aufwenden mussten, um als intellektuelle Größen wahrgenommen zu werden. Es gab aber welche, denen es gelungen ist, etwa Olympe de Gouges, die 1791 eine Erklärung der Rechte der Frau verfasst, als Antwort auf die berühmte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, bei der quasi natürlich davon ausgegangen wird, dass es erstmal um Männer geht, die diese Rechte haben. Nur eben das als Fußnote zu der Frage, dass jede Aufklärung auch ihre eigene Aufklärung und Kritik verdient. Die Aufklärer waren nicht ganz einer Meinung, was es heißen soll, Religion zu kritisieren. Die Materialisten waren der Auffassung, dass Religion überhaupt eine Denkart ist, die man überwinden muss und die mit dem wissenschaftlichen Geist gar nicht vereinbar ist. Andere, wie Diderot oder Voltaire, waren der Auffassung, es müsse schon so etwas wie eine Vernunftreligion geben. Und auch bei Kant gibt es diese Vorstellung noch. Aber wie klare Geister wie Mendelssohn relativ schnell feststellten, wenn man diese Vernunftreligion abklopfte, war die zwar nicht mehr die christliche Religion, aber der christlichen nicht ganz unähnlich. Ja, sodass Sie also sehen, die Aufklärung geht mal in größeren und mal in kleineren Schritten von ihren gewohnten Denkbezügen weg. Wenn wir also über Aufklärung reden, müssen wir unterscheiden zwischen einem Idealbild der Aufklärung, was also die Ziele, die Werte der Aufklärung waren, und der konkreten Gestalt, die die Aufklärung in den verschiedenen europäischen Ländern, Frankreich, Großbritannien insbesondere, aber auch Deutschland, dann genommen hat. Denn die Aufklärung ist eine Kritik von Machtkomplexen im Denken und Handeln und in gesellschaftlichen Realitäten. Und dort sind ihr natürlich auch Grenzen gezogen, die sich nicht einfach durch Kritik
auflösen. Das führt dann zu der Frage, die die französischen Revolutionäre sich gestellt haben. Jetzt kurz zur Politik. Seit Thomas Hobbes Mitte des 17. Jahrhunderts hatten sich in der Philosophie, der politischen Philosophie, eine Reihe von Versuchen entwickelt, über eine rationale Form der Einrichtung staatlicher Herrschaft nachzudenken. Anarchisten gab es relativ selten. Und die Demokratie war auch, wenn Sie etwa an Hobbes denken, nicht immer die Staatsform, von der man glaubte, sie sei die rationalste. Aber Denker wie Spinoza und letztlich Rousseau argumentieren dafür, dass Menschen von Natur aus das Recht auf eine Form der Freiheit haben, die im Raum der Politik nur als demokratische realisiert werden kann. Jetzt sind wir gelegentlich geneigt, den Einfluss philosophischer Werke auf die Vorgänge der Weltgeschichte zu übertreiben. Und besonders Philosophen neigen dazu. Wir werden also jetzt nicht sagen, dass Rousseau die Weltläufe so beeinflussen konnte, dass in seinem 1762 erschienenen Contrat social die Revolution schon vorgebildet war. Aber der Gedanke, den Rousseau dort entfaltet, eines revolutionären Akts der Neugründung, also einer Überwindung all der Ketten und Fesseln. Und wenn ich sage all der, sehen Sie schon, all der wird nicht immer so leicht gelingen. Wenn Sie also die Verläufe der Revolution ansehen, dann konnten da nicht alle Fesseln abgeworfen werden. Aber die Idee von Rousseau war, dass in einem Akt der gesellschaftlichen Neugründung Freie und Gleiche zusammenkommen und eine Gesellschaft schaffen, die sich demokratisch so regiert, dass der Gemeinwille, die Volonté générale, die alle Abstimmungen hervorbringen, dass dieser Gemeinwille herrscht und keine Personen mehr und schon gar nicht eine absolutistische Regierung besteht. Diese Revolution ist nach Rousseau nicht nur eine politische, sondern auch eine sittliche. Diese Gesellschaft bringt andere Menschen hervor, die das, was unter Freiheit zu verstehen ist, nur gemeinschaftlich realisieren können. Und damit komme ich zum Thema der Revolution. Was auch immer die Französische Revolution konkret war, wie sie verlief und welche Widersprüche sie kennzeichnen, und Sie wissen vielleicht, man muss verschiedene Perioden der Revolution unterscheiden. Es war nicht so, dass von Anfang an der vollkommene Umsturz der gesellschaftlichen Ordnung antizipiert war. Wie immer wir die Französische Revolution sehen, wurde sie von vielen Zeitgenossen, von vielen Aufklärern als die Realisierung genau dieses rousseauischen Ideals wahrgenommen. Und so gehen auch die Rechtfertigungsnarrative oder die europäischen Narrative, die Aufklärung und Revolution verbinden. Als am Vorabend der Revolution, das ist auch so ein schöner Ausdruck, der Vorabend der Revolution, keine Ahnung, wo der herkommt, aber es ist prima, ja, man sitzt an so einem Vorabend und macht sich Gedanken und am nächsten Tag, zack, passiert was. Als am Vorabend der Revolution der Abbé Sieyès die Volonté nationale, ja, also aus der Volonté générale wird die Volonté nationale, weil es hier darum geht, den dritten Stand in der berühmten Schrift von Abbé Sieyès. Was ist der dritte Stand? Es ist alles. Was ist derzeit politisch? Nichts. Wenn der gute Abbé also diese Volonté als alleinige Legitimitätsquelle allen Rechts bezeichnet, dann findet das Narrativ der politischen Aufklärung hier seinen Ausdruck, nämlich die, die eigentlich Freie und Gleiche sind, aber es nicht sein dürfen, verbinden sich zu einem Kollektiv und treten dann aus dem Status der Unmündigkeit, den Kant als die Nichtaufklärung oder die unaufgeklärte Zeit charakterisiert hat, heraus. Und diese Vorstellung, politische Autonomie als gedanklicher und politischer Akt,
ist sozusagen das, die Kernidee, die die Französische Revolution in der politischen Ideengeschichte, deren Teil wir nach wie vor sind, ausdrückt. Und diese Vorstellung hat natürlich nicht nur in Europa, sondern auch in den antikolonialen Bewegungen, nur nebenbei, die Kolonie Haiti oder sozusagen die versklavte Bevölkerung der Kolonie Haitis hat sich 1791 die Revolutionäre zum Beispiel genommen und sich als unabhängig erklärt und einen Umsturz der gesellschaftlichen Ordnung vorgenommen. Und es ist interessant, wie darauf die europäischen Denker nicht ganz mit dem Enthusiasmus reagiert haben, mit dem Kant auf die Französische Revolution reagiert hat. Kant sagt oder sieht die Französische Revolution als Geschichtszeichen an. Warum? Weil er sagt, dass man hier sehen kann, an der Revolution eines, Zitat, geistreichen Volks, die wir in unseren Tagen vor sich gehen sehen, dass man das als Zeichen dafür sehen kann, dass es eine moralische Anlage im Menschengeschlecht gibt, nämlich sich aus eigener Kraft gesellschaftlich zu entwickeln und Autonomie zu erreichen. So etwas, sagt Kant, vergisst sich nicht mehr. Und deshalb sind wir ja hier, da hat er ja dann auch recht gehabt. Also, ich schließe diesen kurzen Abriss einiger zentraler, hoffentlich zentraler Topoi von Aufklärung und Französischer Revolution mit, wie es sich für einen Frankfurter gehört, einigen Gedanken zur Dialektik der Aufklärung und zur Zeitgemäßheit der Aufklärung, um für unsere Diskussion uns mit dieser Geschichte etwas näher zu verbinden. Erstens, wer für die säkulare Vernunft und Ordnung ist, so wie Aufklärung und Revolution, besonders in Frankreich, denken wir an den Laizismus, der sich damals ausgebildet hat, aber erst lange brauchte, um sich zu realisieren. Wer für die säkulare Vernunft eintritt, ist er für das Verbot muslimischer Kopftücher als Zeichen patriarchaler und voraufgeklärter Religion oder für deren Tolerierung und die Gleichstellung von Frauen, die solche Kopftücher tragen, sodass sie vielleicht auch Richterinnen sein könnten. Das ist für Anhänger der Aufklärung keine so ganz einfache Frage. Zweitens, wer für die rationale, also die wissenschaftsgeleitete Gesellschaft ist, wie viel Vertrauen hat er darin, dass die Wissenschaft unserer Gesellschaft durch ihre Entwicklung, durch die Grenzen, die sie verschiebt, immer in einen Zustand des moralischen und politischen Fortschritts bringt? Wie viele wissenschaftlichen Errungenschaften, denken Sie an die Atomkraft, denken Sie an viele andere, sind hervorgebracht worden, von denen wir vielleicht sagen, sie haben eher zu irrationalen Entwicklungen als zu rationalen geführt. Drittens, wer für den öffentlichen Vernunftgebrauch ist, was sagt er zum heutigen Zeitalter digitaler Kommunikation? War die frühere Kommunikationsform, also die in den Cafés, in den Kaffeehäusern oder die über die Zeitungen, war die elitär oder egalitär? Wie viel haben an diesen Diskussionen teilgenommen, die das Ideal der Aufklärung kennzeichnen? Ist deshalb die heutige digitale Kommunikationsform mehr oder weniger egalitär oder vielleicht zerklüftet und populistisch? Diese Fragen beantworten sich auch nicht ganz einfach. Ich habe schon angesprochen, viertens, das Erbe, das die europäische Aufklärung uns in Bezug auf nicht-europäische Gesellschaften hinterlässt, ist ein schwieriges Erbe. Denn die Theorien der Zivilisationsentwicklung, die in Europa schon lange vor der Aufklärung, aber eben auch mit der Aufklärung entwickelt wurden, ließen die Völker außerhalb Europas, noch heute kann man ja in Naturkundemuseen Naturvölker betrachten, also sind also noch relativ nah an der Natur, ja, leben so, aber haben nichts von Geist und Aufklärung gesehen, bis eben der Esprit der Aufklärung sie erreicht hat. Und wir wissen, was das für viele dieser Völker bedeutet hat. Also hier
müssen wir uns auch heute noch fragen, wie verhält sich Europa zu nicht-europäischen Völkern, aber auch Gesellschaftsvorstellungen. Letzter Punkt. Die Französische Revolution ist nicht daran schuld, dass der Begriff des Volkes, der hier sich politisch ausdrückt, in vielen europäischen Denktraditionen völkisch interpretiert wurde. Aber die Vorstellung, dass ein Volk aus eigener Kraft sich politisch ermächtigt, seine feudalen Fesseln abschüttelt, operiert schon. Und hier ist Rousseau ganz eindeutig, weil die Rousseauische Republik kann nur eine kleine Republik sein, einer relativ homogenen Bevölkerung. Dieses Volk oder diese Vorstellung von Demokratie hängt mit einem Begriff von Staatsvolk zusammen, das in Zeiten wie unseren herausgefordert ist, sagen wir es mal vorsichtig. Denn die Vorstellung der Aufklärer war, dass die politische Autonomie in der Lage sein muss, die politische Ökonomie eines Landes sozusagen zu transformieren. Das ist ja die Idee einer Transformation einer feudalen in eine andere, sagen wir, bürgerliche oder vielleicht sogar sozialistische Form der Gesellschaft. Wenn wir aber in Gesellschaften leben, in denen eine Demokratie, eine nationalstaatliche Demokratie, diese Möglichkeiten nicht mehr hat, was für ein Ruf ist dann der Ruf nach Demokratie? Ist das der Ruf nach Brexit, nach Taking Back Control? Oder der Ruf nach einer transnationalen Demokratie? Und da sitzt ein Experte neben mir. Wenn es der Ruf nach einer transnationalen Demokratie ist, wer hört den? An wen geht der? Wo ist das Publikum? Oder wo sind die politischen Akteure, die diesen Ruf hören und vielleicht realisieren? Das sind so Fragen, die mir eingefallen sind, als ich darüber nachdachte, wie wir uns zu diesem Komplex des Zusammenhangs von Aufklärung und Französischer Revolution heute aus unserer Sicht verhalten sollten. Denn es ist ein bisschen Zeit vergangen seither. Vielen Dank. Ich will es mal andersrum machen. Und die Position, die ich jetzt vertrete, ist die, die ich von heute vertrete. Und da können wir dann mal rückwärts gehen, wo waren die Veränderungen? Und ich muss es ganz pointiert sein. Wenn man es pointiert ist, können alle sagen, das ist falsch. Aber trotzdem glaube ich, dass, wenn ich es so pointiert formuliere, ist es am einfachsten dann zu diskutieren. Punkt 1. Die Aufklärung war eine Wunschvorstellung von Denkern, Philosophen, die sich befreien wollten von den Ketten der real existierenden Gesellschaft in ihrer Zeit und entwickelten dann einen Wunsch, wie Menschen, wie eine Gesellschaft sich entwickeln sollten. Und damit wurden Begriffe, die eben auch dann formuliert worden, Autonomie, Selbstständigkeit, sich von seine Ketten sprengen, wurde das entwickelt. Bis sogar Rousseau im Grunde genommen sagt, der Mensch ist eigentlich gut. Wenn er zu dem Zustand findet der Freiheit, ist der Mensch gut und ist in der Lage dann, eine Gesellschaft zu bilden, zu strukturieren, die unseren Wünschen, unseren Träumen von Freiheit entspricht. Hier ist meiner Meinung nach der erste Fehler. Der Mensch ist weder gut noch schlecht. Er kann das werden oder das Gegenteil werden. Und deswegen ist die Idee, es gibt einen gesellschaftlichen Zustand, egal wie, in dem dann das alles, was der Mensch Gutes in sich hat, rauskommt, und damit eine beruhigende, befriedigende Gesellschaft wird. Diese Idee ist meiner Meinung nach ein Wunschtraum, eine Utopie, die man teilen kann, die ist wunderbar, entspricht aber der Realität der Menschheit nicht. Und wenn ich dann so analysiere, sage ich,
Die Französische Revolution ist eine der größten Betrugswunschvorstellungen, die die Gesellschaft nur produzieren konnte. Betrugswunschvorstellung, weil in der Tat war es einerseits die Befreiung von einem Feudalsystem, wo die Menschen revoltiert haben, zuerst ganz banal gegen den Hunger. Ihre erste Forderung war nicht Freiheit, sondern sie war, wir wollen Brot. Und in diesem Prozess, dass sie teilhaben wollen an dem existierenden damaligen Reichtum, haben sie einen Prozess ausgelöst, der die Machtstrukturen dieser Gesellschaft total gesprengt haben. In dieser Revolution gab es schon in den Anfängen, Henri Lefebvre könnt ihr lesen, wenn ihr wollt und so weiter, Klassenauseinandersetzungen und Unterschiede. Aber das Entscheidende war, wenn man die Wunschvorstellung, Befreiung der Aufklärung nimmt, und man kann Kant, alles könnt ihr miteinander mischen und so, und dann die Realität der Französischen Revolution, dann kommen wir gleich an einem Beispiel, und es ist dann nicht zufällig, dass dann das im Grundmodell der bolschewistischen Revolution wurde, und wir kommen an diesen neuen Menschen, diesem ethischen Menschen, der Name für mich ist Robespierre, das heißt, der in sich weiß, was das Volk will, und der selber weiß, das Volk ist noch nicht so weit, aber ich weiß, wie die Gesellschaft sein muss, damit das Volk endlich zu dem findet, was es eigentlich will. Und das ist seine Ethik. Und er will auch, angenommen, das Beste für das Volk. Das bezweifle ich gar nicht, weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht getroffen, ja. Also will ich nicht. Aber in dem Handeln kommt in dem revolutionären Prozess den Begriff Freiheit. Die Freiheit ist nur die, die richtig verstanden ist. Und wenn es irgendwelche Leute gibt, die das falsch verstehen, dann müssen sie im Namen der Revolution zum Schafott. Und da können sie die ganze Auseinandersetzung über die Revolution von Danton zu Robespierre, man kann sich identifizieren mit wem man will, am Ende kommt immer das gleiche Problem. Die Revolution frisst ihre Kinder auf. Beziehungsweise diejenigen, die die Macht in der Revolution übernehmen, entscheiden dann über das Richtige und das Falsche. Und weil die Menschen in einem Prozess, und das ist das Schwierige, deswegen will ich nicht urteilen, das wäre richtiger gewesen als das, aber zur Freiheit gehört, dass man mündig ist. Zur Freiheit gehört, dass die Menschen in der Lage sind, eine öffentlich-demokratische Auseinandersetzung zu führen und auszuhalten. Wenn die Auseinandersetzung nachdenkt, wenn du mein Feind bist, Schafott, wenn du, und das waren nicht nur dann die Jakobiner, die das in einer Form vertreten haben, sondern natürlich war das Volk auch für die Todesstrafe, weil die anderen waren die Feinde. Und ich glaube, dass das Problem also der Aufklärung, die einerseits die Ketten gesprengt, die Kritik an der Religion, das heißt, die Menschen sagen, ihr seid auf dieser Erde, könnt ihr mündig sein, könnt ihr denken und ihr habt nicht zu folgen irgendeiner Religion, sondern ihr könnt selbst eure gesellschaftliche Vorstellung entwickeln, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber in dem Prozess wurde das verabsolutiert und das wurde theoretisch untermauert von der Aufklärung, deswegen nehme ich immer Rousseau, zu sagen, ja, der Mensch wird dann erst fähig sein, wenn wir den Zustand dieser Freiheit erreicht haben. Das heißt, der Mensch, das ist für mich ganz wesentlich, das rousseauische Bild, was ich jahrzehntelang gehabt habe. Wenn wir uns befreien von den Ketten des Kapitalismus, des Bösen und so weiter, dann wären wir alle. Und das finden Sie dann, einen neuen Mensch, das hast du selbst gebraucht vorhin, dann liest
der Höhepunkt des neuen Menschen, wie es formuliert wird, lest die Schriften von Che Guevara, der den neuen Menschen schaffen wollte in Kuba. Das heißt, die Revolution nimmt die Menschen, nimmt sie mit, verendet sie total, schüttelt sie durch und am Ende kommt was ganz anderes raus. Das ist dann der neue Mensch, der dann sozialismusfähig ist. Ja? Diese Gedanken sind in der Französischen, deswegen sage ich, die Französische Revolution ist auch ein riesiger Betrug dann, wie sie wahrgenommen und diskutiert wurde von sehr vielen. Es wurde dann anders diskutiert über die Revolution, wir können dann Hannah Arendt einbringen und so weiter und so weiter. Aber ich finde, das hat dann die Konsequenzen gehabt. Und es ist kein Zufall, dass das Modell der Revolution der Bolschewiken die Französische Revolution war. Und die Jakobiner. Und da könnt ihr Lenin lesen, da könnt ihr alles, das ist explizit formulieren. Und was ist dahinter, wenn man Marx, und ich weiß, wenn man hier Marx sagt, ja, aber Marx, das sind die Frühschriften und das sind die Schriften, das ist mir völlig egal. Ja, das ist das alles, ja. Mir völlig egal. Ab dem Moment, wo sie formulieren, dass damit die, jetzt ist es nicht mehr die Menschen, mittlerweile sind wir gesprungen in der Zeit, das ist die Arbeiterklasse, damit sich die Arbeiterklasse befreien kann, braucht es einer proletarischen Organisation, die weiß, wie es geht. Das ist der Grundgedanke und das ist der Grundgedanke dann auch des Bündnisses, was die Marxisten dann immer sich ausgedacht haben, zwischen die bürgerlichen Intellektuellen, die sich von den Ketten ihrer eigenen Existenz befreit haben, um sich mit dem Proletariat zu verbinden. Aber die Idee dahinter, die steckt und die wir dann in der bolschewistischen Partei dann wiederfinden, von den Anfängen, nicht nur bei Stalin, von den Anfängen, ist diese Idee der Unmündigkeit des Proletariats. Ein Proletariat, das also nicht in der Lage sind, wie in der Französischen Revolution, die Massen, die sich befreit haben, die Bastille gestürmt haben, den König im Grunde genommen den Machthabern der Revolution ausgeliefert haben, diese Massen, um ihre Republik zu entwickeln, ist es bei den Bolschewikis, die Arbeiterklasse braucht die Führung der proletarischen Partei, um im Grunde genommen zu ihrer eigenen Freiheit zu finden und von ihr geführt werden im Reich des Sozialismus, des Kommunismus, des Honig, der Äpfel und der Liebe und alles, was möglich am Ende sein wird. Deswegen sage ich, ich verstehe diese Wunschvorstellung der Aufklärung. Ich verstehe und ich finde, sie ist auch richtig. Nur wenn man dann die Geschichte betrachtet, fängt man an, ein bisschen nicht zu zweifeln, sondern zu frieren und sagen, diese Wunschvorstellung erfriert in mich, weil ich mir denke, was ist aus dem alles geworden? Die Französische Revolution, die Jakobiner, es war eine absolute Barbarei, einerseits. Einerseits gab es wunderbare Erklärungen. Zum Beispiel durfte mit Teil Frankreich wären, alle Menschen, die während der Revolution mitgemacht haben, ob sie Deutsche, Engländer, Franzosen, Rumänen, alle waren Bürger der Französischen Revolution, weil sie mitgemacht haben. Also sie hatten nicht ein ethnisches Verständnis von Volk. Das muss man wirklich sehen. Das war eine wunderbare... Und dann kommt die Erklärung der Menschenrechte. Der eine hat es ja gleich elegant gemacht. Ja, die Menschenrechte, aber Olympe de Gouges, Olympe de Gouges. Ich meine, wenn man sich denken will, ausdenken will oder diskutieren will, wie sind die Auswirkungen der Französischen Revolution in Frankreich? Wenn Sie mit einem Franzosen reden und sagen, wann ist Frankreich zu einer demokratischen Republik geworden? Da sagen Ihnen 80%, 90% die Französische Revolution. Sage ich, oh, interessant. Das ist ja mal eine These. Okay? Dann frage ich ganz dumm, wann durften die Frauen in Frankreich zum ersten Mal wählen? 1945. Das heißt,
Die Freiheit der Menschheit konnte ohne die Hälfte der Menschheit sich entwickeln. Es ist noch witziger, wenn Sie in Frankreich sehen, dass die Frauen in der Türkei viel früher wählen durften oder in Deutschland. Das ist jetzt nur nebenbei, ja. Das ist nur, wenn man den Stolz der Franzosen auf die französische Revolution bisschen runterkitzeln will, dann macht man solche Querbemerkungen, ja, die dann, ja, aber man muss das verstehen und so weiter. Noch interessanter war Befreiung der Religion, was in der Aufklärung die Kritik der Religion. Es gab ja eine Zeit in Frankreich, ganz nach der Revolution, 1936, wo es die Volksfront gab. Die Volksfront hatte die Mehrheit und die Volksfront hatte dann die Möglichkeit, das Wahlrecht den Frauen auch eigentlich zu bestimmen. Sie hatten die Mehrheit, sie konnten das einfach im Parlament entscheiden. Warum haben sie es damals nicht gemacht? Ich finde die Argumentation genial. Wenn wir heute Stand des Denkens der französischen Gesellschaft den Frauen das Wahlrecht geben, dann sind wir Linke nicht mehr mehrheitsfähig, denn die Frauen wählen meistens, wie der Pfarrer es ihnen befiehlt. Das heißt, auf eine antiklerikale Argumentation, um zu sagen, ja, die Emanzipation der Frauen muss noch warten, bis sie sich erstmal von der Religion emanzipiert haben. Ich spitze das alles ein bisschen zu, aber im Endeffekt ist es so gewesen, denn die haben es nicht beschlossen. Und wer hat es gemacht? Es war de Gaulle. De Gaulle, der nach 45 am Ende des Krieges, also das geht nicht mehr. Ja, aus einer tollen Erfahrung. Aus der Erfahrung der Resistance und aus der Erfahrung der Teilnahme der Frauen an der Resistance. Wo in diesen gaullistischen Kreisen gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Frauen den gleichen Anteil im Kampf gegen die Besatzer gehabt haben, dass sie nicht wählen dürfen. Und deswegen hat de Gaulle 44 beschlossen, bei der ersten Wahl nach 45 durften die Frauen wählen. Ich fasse das zusammen. Ich sage, natürlich war die französische Revolution ein Schock in ganz Europa, weil zum ersten Mal eine gottgegebene Machtstruktur gesprengt war. Das war das Positive. Wie aber das entwickelt, wie man dann, wie politische Kräfte die französische Revolution übernommen haben und daraus ihre revolutionären Theorien im Grunde genommen dann entwickelt haben, das, meine ich, ist eine der größten Geschichtsbetrug, den es gegeben hat. Weil die Französische Revolution war Befreiung und neue Unfreiheit. Und da kommt man mit, könnt ihr mit der Dialektik der Aufklärung, kann man, so, glaube ich, die Frage dann, wenn wir von heute aus, die Frage der Freiheit, der Selbstbestimmung der Menschen, all die Fragen, die Rainer gestellt hat, eigentlich einfach beantworten. Ich finde nicht, das ist kompliziert. Kopftuch der Frauen. Ja, Kopftuch der Frauen ist in vielen Kreisen, Gesellschaft eine Unterdrückung, ist wahrscheinlich aufgezwungen. Die Frage, die sich stellt dann, ist, wie befreien sich diese Frauen? Befreien wir sie oder gibt es einen Prozess der eigenen Befreiung? Und wenn die Repression stark ist, und sie ist stark in manchen Stadtvierteln oder Vorbanlieues in Frankreich, wo die großen Brüder, die Väter ja über den Körper der Frauen herrscht, das ist alles richtig. Wenn dann aber... Dann kommt die Sache, wo die in Frankreich diskutiert, ja, und deswegen, laizistisch, verbieten wir Kopftuch in den Schulen von den Mädchen. Damit ist gleich mehr oder sichtbare Kreuze sind nicht verboten. Ja, aber
mag sein, die sind ein bisschen kleiner als ein Kopftuch und kann man durchgehen lassen. Lange Zeit war das, also der laizistische Ort war zum Beispiel, ist das Parlament, wo man eigentlich im Anzug sah. Es gab einen französischen Abgeordneten, l'Abbé Pierre, der in Soutane, ja, als Pfarrer dort war. Es hat niemanden gestört. Es war so, obwohl das nicht ganz laizistisch war. Das Problem also, das wir stellen müssen und diskutieren müssen, ist, wie befreien sich Menschen von Strukturen, die sie unterdrücken? Und wie finden sie zu ihrer eigenen Freiheit? Wenn ich zum Beispiel Kopftuch, wenn ich Internet nehme und Malala drücken, das ist diese junge Pakistanerin, die im Kampf für das Recht der Mädchen zur Schule zu gehen, ja, angegriffen wurden, das Gesicht verbrannt wurde und so weiter von Fundamentalisten. Sie eine Rede im Europaparlament, als sie den Sacharow-Preis kriegt, oder in der UN, dort redet mit einem Kopftuch. Und eine der schönsten Reden zur Freiheit der jungen Mädchen und ihr Recht zur Bildung und Ausbildung hält, stört mich der Kopftuch? Oder stört es mich nicht? Warum sie es anhat? Sie musste nicht im Parlament. In Pakistan musste sie, aber das ist mir dann egal. Und ich weiß, wie repressiv das für viele junge Mädchen auch ist, in Frankreich oder in bestimmten Stadtteilen, in Deutschland oder in Schweden und so weiter. Aber ich sage, wir müssen den Weg finden, wie sie von innen aus ihre Ketten sprengen. Sonst wird das nicht funktionieren. Sonst wird das nicht funktionieren. Wir haben jetzt in Frankreich die absurdeste Debatte, dass nicht nur die Mädchen jetzt nicht zur Schule mit dem Kopftuch dürfen, sondern ihre Mütter dürfen sie nicht abholen von der Schule mit dem Kopftuch. Gaga, ja, man wird total gaga. Es ist gut gemeint, denn die Mütter sind wahrscheinlich sehr oft unterdrückt. Also ich sag nicht, die sind, aber man sieht, dass wir dann, kann man, und das ist das Problem der Französischen Revolution, dann ende ich damit, kann man autoritär, diktatorisch die Menschen befreien. Das ist der Widerspruch der Französischen Revolution. Meine Antwort ist nein. Und jetzt müssen wir diskutieren über Liberalismus und was ist Demokratie und wie kann Demokratie funktionieren, weil die uns auch Angst machen. Komm, geben wir doch zu, wenn man mal nachts manchmal einschläft und sagt, wenn man den ganzen Populisten das Wahlrecht entnehmen würde, würde es uns doch besser gehen, oder? Da sind wir doch, also, ja. So, wir sind doch im Café hier, ja. So. Das heißt, für uns auch ist Demokratie eine unheimliche Herausforderung, wenn man sieht, du hast die Frage gestellt, Brexit, ja, wenn man sieht, dass heute eine Demokratie mit 3 Fake News total, total ins andere überschlagen kann. Oder wenn man sieht, Öffentlichkeit, der arme Habermas, die Öffentlichkeit, was macht er, du hast es recht, was machen wir jetzt mit den ganzen sozialen Medien, ja? Auf der anderen Seite sind wir stolz, Rezzo ist doch so toll, ja? Soziale Medien ist gut, die arme Kramp-Karrenberger war zu einfältig, um das richtig zu formulieren. Aber sie hat doch ein richtiges Problem, die Arme. Nicht Rezzo ist das Problem, da muss sie sagen, der hat rational argumentiert dagegen. Aber wie viele von den Fake News heute wir sind, wenn man sich sieht, die Entwicklung dessen, was die Gelben Westen in Frankreich war, dass die erste zum Beispiel Frau, die gegen Macron geredet hat, du belügst uns und so weiter, dass sie innerhalb von 3 Tagen 4 Millionen Klicks hat. Bis einer mal nachgedacht hat, das ist doch unmöglich. Das geht nicht. Es geht nur mit den russischen Trolls. Es geht nur, dass die Russen das mit den Algorithmen hochgepusht haben. Sonst ist es nicht möglich, dass sie in ein paar Tagen 4 Millionen, das ist physikalisch alles nicht, bis die Menschen das hören und so. Deswegen sage ich, plötzlich haben wir eine Öffentlichkeit, die keiner kontrolliert mehr.
Keiner kontrolliert. Es geht nicht darum, sie zu verbieten oder nicht, sondern jetzt haben wir ein, wir wollten eine freie Öffentlichkeit, wo jeder sich einbringen kann. Und wir haben jetzt einen Teil einer terroristischen Öffentlichkeit, wo wir uns nicht mehr einbringen können. Deswegen sage ich, das Nachdenken auch über Demokratie ist nicht viel einfacher, auch wenn man verstanden hat, dass die Lösung nicht die bolschewistische oder die französische Revolution, so wie sie waren, gewesen ist. Danke sehr. Also das war jetzt mal Dialektik der Aufklärung live, denn dass ich heute in die Lage komme, die Aufklärung und die Französische Revolution ein Stück weit gegen Danico und Bendit zu verteidigen, hatte ich mir heute früh oder gestern Abend auch noch nicht vorgestellt. Also das muss ich jetzt aber tun, denn die Frage, die wir jetzt zunächst mal kurz reflektieren müssen, ob wir der Aufklärung ihre Perversionen voll zurechnen können. Ja? Das heißt also, ich bestreite nicht, dass es Perversionen gibt, die aus guten Ansätzen entstehen können. Aber deshalb den Ansatz selbst mit dieser Perversion zu identifizieren, scheint mir nicht richtig zu sein. Die Aufklärer, und ich sage gleich auch noch was zu Rousseau, waren nicht der Auffassung, zumindest die meisten nicht, dass diejenigen, die aufgeklärter sind, die Autorität haben, die Unaufgeklärten gegen deren Willen in den Zustand der Aufklärung zu versetzen. Denn eine Kernüberzeugung der Aufklärung war, und das gehört zu dem ganzen Problem Toleranz und so weiter, hast du zu Recht, bin ganz deiner Meinung in Bezug auf die Kopftücher, waren der Meinung, der Prozess der Aufklärung muss ein autonomer sein. Wenn du ihn nicht selbst vollziehst, sondern ein anderer für dich, der dich dann sozusagen mit Gewalt rauszieht, dann hast du keinen Prozess der Aufklärung durchlaufen, sondern du bist nur von einer Autorität zur anderen gegangen. Das ist nicht die Auffassung der Aufklärung. Richtig aber ist, dass die Aufklärer, und wollen wir da wirklich sagen, die lagen falsch, der Auffassung waren, dass je nach der Natur der Gesellschaft, in der man lebt, sich das menschliche Verhalten und Denken grundlegend ändern kann. Ja? Dass also die Art, wie du im Feudalismus in einer unterdrückten Klasse groß wirst, dich bestimmte Potenziale deiner selbst nicht entwickeln lässt und eine andere demokratische Gesellschaft zu einer anderen Form des Miteinanderseins und auch des Selbstseins führt. Insofern, wenn Rousseau der Auffassung ist, dass die kapitalistische Gesellschaft den Menschen kaputt macht, weil sie eine bestimmte Art der Selbstliebe hervorbringt, die sozial destruktiv ist, dann muss er nicht unbedingt davon ausgehen, dass es eine ideale, utopische Gesellschaft gibt, in der es nicht auch wieder diese Art von Ruhmsucht, Konkurrenz und so weiter geben muss. Aber wollen wir sagen, dass Menschen sozusagen einen verderbten Kern haben, der in jeder gesellschaftlichen Formation sich auf dieselbe Weise destruktiv auswirkt? Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass du das denkst. Insofern ein Schuss Idealismus in Bezug auf die Frage, dass wir uns in der Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse auch selbst verbessern, gehört, glaube ich, dazu, wenn wir den Fortschrittsgedanken nicht ganz aufgeben wollen. Nun, Robespierre. Wie viel Rousseau für Robespierre kann, weiß ich nicht. Aber für Lenin kann er sicher nichts. Also. Wer? Rousseau. Darum geht es ja nicht. Nein, aber guck. Die Vorstellung, dass du die Autorität hast, die Unwissenden, die Unmündigen sozusagen gewaltsam zu befreien oder hinzurichten, kann man, glaube ich, nicht den Aufklärern zuschreiben. Was aber richtig ist, ist, dass Revolutionen
die einmal in eine Spirale der Gewalt hineingeraten. Und da muss man natürlich schon auch dazu sagen, dass so eine Revolution eine Gegenrevolution erlebt hat. Und zwar eine, die nicht nur innerhalb Frankreichs, sondern von außen, Österreich, Preußen und so weiter, mit enormer militärischer Macht versucht hat, diese Revolution zurückzudrehen. Und wer will sagen, dass in solchen Prozessen der Radikalisierung, also sozusagen nur die Radikalisierung der Idealisten und Utopisten ist, die wir hier kritisch sehen müssen, sondern diese Leute, ich will die nicht entschuldigen, aber ich will sagen, man kann schon erklären, wie gewisse Fanatismen und Radikalismen zustande kommen, wenn du glaubst, dass du mit dem Rücken an die Wand stehst und die anderen nur darauf aus sind, so schnell wie möglich alles, was du glaubst, bis jetzt erreicht zu haben, sofort zurückdrehen würden und die alte Ordnung wieder errichten wollen. Also über die Logik von Radikalisierung innerhalb von revolutionären Situationen gibt es hier bessere Experten als mich. Aber ich würde das schon in Rechnung stellen. Ich glaube nicht, dass man das einer Denkform, nämlich der Aufklärung, so zuschreiben kann. Gewisse Perversionen sind auch in den besten Philosophien vielleicht angelegt, aber da gehört doch einiges dazu, um sich auf die Aufklärung zu berufen und ein totalitäres System mit solchen Gedanken zu rechtfertigen. Da sind einige Sprünge drin, die wir so nicht durchgehen lassen sollten, zumindest nicht dieser Denkform zuschreiben. Du kannst es natürlich so sagen, aber erstmal ist in Rousseaus Schrift, ist es drin, dass er irgendwie versucht, das Gute im Menschen so zu formulieren und sagen, das kann erst rauskommen in einem bestimmten gesellschaftlichen Zustand. Ja, okay. Könnte ja sein. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt dieser, das ist dem Alter geschuldet, wo man plötzlich sich überlegt, ist dieser Überschuss an Wunschvorstellungen, entspricht er wirklich einer Realität, die ich auch selbst durchlebt habe? Und das Interessante doch an der Revolution und der Gewalt, natürlich weiß ich, dass es eine Koalition gegen die Französische Revolution gab. Und natürlich weiß ich, dass Napoleon bestimmte Rechtsformen, ja, in seiner imperialen Denkweise auch eben nach Deutschland und nach Europa gebracht hat. Natürlich kann man das alles, ist richtig. Was mich interessiert in dem Prozess ist, ich sage ja, die ist faszinierend. Die Wunschvorstellung, und das ist mein Problem vielleicht, mein Gedanken, die Wunschvorstellung des guten Menschen, der Mensch, der wirklich was Gutes will. Der Mensch, der in der Lage ist, das Gute, der sich befreit von den Ketten, dann in einen gesellschaftlichen Prozess organisiert, wo das alles, was wir nicht wollen, nicht von heute bis morgen verschwindet, aber langsam, aber sicher zurückgedrängt wird. Das gleichzeitig im revolutionären Prozess, und das ist ja auch normal, die Menschen noch am Tag der Revolution genauso sind, wie sie am Tag davor war. Also am Vorabend der Revolution sind sie am nächsten Morgen der Revolution die gleichen Menschen. Mit den gleichen emotionalen Strukturen, mit den gleichen Bösartigkeiten, mit den gleichen Rachegefühlen, die sie am Vorabend gehabt haben. Diese Wut gegen die Machthaber ist dann am Tag danach die Wut, die Rache, die Machthaber zu bestrafen. Und dann kommt eine intellektuelle Schicht. Das sind die, die Revolution führen. Ob sie Marat, ob sie Robespierre, ob sie Danton und, ja, heißen, die dann sagen, wir müssen jetzt, weil es den Außenfeind gibt, weil es auch diese unkontrollierbare Massen, die Massen sind ja nicht nur dann die Rache, die Wut gegenüber den Machthabern, sondern die Massen sind auch diejenigen, die klauen, die vergewaltigen. Dies alles ist auch im revolutionären Prozess. Denn die Männer sind am Vorabend der Revolution, am Tag der Revolution und am nächsten Morgen die gleichen Männer.
mit den gleichen Strukturen. Und in diesem Massenprozess entstehen die wunderbarsten Sachen und die schrecklichsten. Mehr sage ich nicht. Und ich sage nicht, es gibt keine wunderbaren Sachen. Ich sage, das ist das, was wir gelernt haben. Und dann komme ich, du sagst, natürlich kann Rousseau kann für Lenin und Trotzki nicht. Das stimmt. Aber diese Idee, ich schaffe eine gesellschaftliche Ordnung, wo das Gute im Menschen dann rauskommt. Ich sage nicht, der Mensch ist böse. Ich sage nicht, der ist gleichzeitig. Jetzt du, ich, gut und böse gleichzeitig im gleichen Augenblick. Und im ganzen Lebensprozess, in dem wir sind. Und im Lebensprozess, mein Gott, die Deutschen sind nicht genetisch Nazis gewesen. Aber die Mehrheit haben das rausgelassen und mitgemacht, ja? Und das war, und danach sind sie es nicht mehr. Das berühmteste Bild dieses verdammte Widerspruch, wo wir es nicht hinkriegen, ist der Schleier. Schleier, nehmen wir mal diese Person. Das ist für mich, Schleier war ein SS-Mann. Schleier war in Prag mit Heydrich. An dem Tag, wo Heydrich umgebracht wurde von der tschechischen Resistance, war er im Auto nicht. Also ist er da nicht gestorben. Wäre Schleier mit Heydrich umgebracht worden, würde keiner eine Rede über Schleier in der Bundesrepublik halten. Ja, ja, gut so. Es ist so, wie Heydrich. Und wir springen 30, 40 Jahre später und Schleier wird ermordet von der RAF. Und er ist ein Opfer. Und es ist völlig egal, ob du mir sagst, ja, aber er war mal Nazi. In dem Moment, wo Schleier Arbeitgeberpräsident, sehr sozial, ist es ein anderer Mensch. Und das ist für mich unfassbar, aber trotzdem Realität. Und so ist es auch mit den Revolutionären. So ist es auch mit Lenin und Trotzki. Und so ist es mit Trotzki, der doch wirklich in der große, wirklich unheimlich interessante Sachen geschrieben haben, aber lies mal ein Buch, und das kommst du auf, ihre Moral und die unsrige, wo er den anderen jede Moralität abspricht und dann im revolutionären Prozess sagt, eine Gewerkschaft, aber ich bitte dich, eine Gewerkschaft, wir sind doch an der Macht, die Arbeiterklasse in der Macht, die Gewerkschaft muss nur im Grunde genommen ausführen, was wir wollen. Es kann keine Bedürfnisse der Arbeiterklasse gegen sich selbst geben. Und dann kommst du auf Kronstadt und alles. Das heißt, in der Logik dessen, dass sie wissen, dass es eine Koalition gegen die russische Revolution gibt, dann kommst du zu dem, was dann die russische Revolution war. Und deswegen sage ich, ich sage ja nicht, die Aufklärung ist ganz wichtig, weil sie die Möglichkeit zur Befreiung eröffnet. Bin ich einverstanden. Diese Möglichkeit zur Befreiung, mit denen handeln real konkrete Menschen. Und dann haben wir gemerkt, das ist nicht, weil du einmal formuliert hast, den Wunsch, die Sehnsucht, die Hoffnung nach Befreiung, dass die Menschen, die dann handeln im revolutionären Prozess, im Grunde genommen dies weiterentwickeln, weil andere Widersprüche kommen. Oder Machtbedürfnisse. Und deswegen sage ich, ich werde auch verrückt, die Wichtigkeit der französischen Revolution für die menschliche Geschichte zu negieren. Ich sage nur, ey, hier Linken, ist ja gut, die französische Revolution ist wichtig, aber denken wir allen Scheiß, was wir daran angehängt haben, in unseren Köpfen. Und ich bleibe noch der Ende. Weißt du, für mich ist das Interessanteste. Ich komme 68 nach Deutschland. Es gibt eine Denkerin, mit der du mit dieser anti-autoritären Bewegung so wunderbar, wir wollten das Beste und haben auch das Beste geschafft. Rede doch mal in den Jahren 70 über Hannah Arendt. Was, ist eine Reaktionärin? Ist doch eine Konservative? Ist doch Sprachrohr der Konterrevolution. Ja, warum? Ja, weil Hannah Arendt es gewagt hat, ein Buch zu schreiben, wo sie vergleicht die Strukturen vom Nationalsozialismus und Stalinismus. Sie ist Sprachrohr der Konterrevolution. Das sind für mich Momente, wo ich mir sage,
hey, wo bleibt die Aufklärung? Wo sind wir denn eigentlich? Ja? Und das sind einfach die Probleme, die ich jetzt von heute stelle, damit wir uns nicht begnügen, sagt toll, die Französische Revolution und dann die nächste Revolution und dann die nächste Revolution und dann Ho Chi Minh. Oh, ach, ist doch scheiße, was daraus kommt. Dann mach nichts, die nächste wird besser und vielleicht wird gar keine Revolution besser. Das kann schon sein, aber guck. Wie sehr bist du denn selbst ein Russoist, wenn du davon ausgehst, dass die Demokratie gelingen kann? Wie sehr musst du denn selbst in dem Plädoyer für das Aushalten, das demokratische Aushalten gesellschaftlichen Widerspruchs davon ausgehen, dass in einer Demokratie du immer noch das Vertrauen haben musst, dass die anderen sich an die Regeln des demokratischen Spiels halten, die Grundrechte einhalten und so weiter. Wenn wir für eine Demokratie kämpfen, so wie du es tust, ob als Abgeordneter oder früher im politischen Protest, dann gehen wir davon aus, dass es gesellschaftliche und politische Verhältnisse gibt, in denen eine Art des Vertrauens, der Kooperation entstehen kann, die in nicht-demokratischen Gesellschaften so nicht entstehen können. Und da ich glaube, dass du das auch so siehst, weil du bis jetzt noch keine Alternative zu einer demokratischen Form der Gesellschaft hier, wie es Konservative täten, die sagen, Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, also jetzt mal richtige Konservative, ja, nicht so zahme, die sagen, Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, sich demokratisch selbst zu regieren, weil sie entweder zum Teil zu dumm sind, zu egoistisch und jede Mehrheit wird sozusagen immer nur den Staat an sich reißen. Deshalb ist das eine Staatsform, die gar nicht gelingen kann. Das sagst du ja alles nicht. Ja. Insofern bist du der Auffassung, dass die Demokratie gelingen kann und insofern bist du ein Russoist. Du bist auch ein Russoist in dem Sinne, ja, in dem du glaubst, dass jemand, der früher ein Nazi war, durchaus Lernprozesse durchmachen kann, die ihn in die Lage versetzen, ein Demokrat zu werden. Ja. Und jemand, der, sagen wir mal, einer fanatischen Religion anhängen kann, wenn er in einer Gesellschaft bestimmte Prozesse durchläuft und Anerkennungsformen vielleicht erlebt, zu einem anderen Menschen werden. Also ich will nicht sagen, die Demokratie ist eine Menschenverbesserungsinstitution. Aber einen gewissen Schuss des Optimismus, der Aufklärung, dass das gelingen kann, ohne das geht es gar nicht. Ja, aber wir haben gelernt in der modernen Gesellschaft, völlig richtig, natürlich habe ich ein Glaube oder eine Hoffnung, dass die Menschen wirklich demokratische Prozesse selbst weiterentwickeln können. Da wir aber aus der Geschichte gelernt haben, haben wir gesagt, und manchmal muss eine Gesellschaft, ein Staat sich schützen mit einer Verfassung vor den Menschen. Weil die sagen, man weiß ja nie, was passiert mit den Menschen. Also da haben wir schon mal gelernt, dass die Demokratie braucht ein Strukturelement, damit wenn und da wir wissen, dass die Menschen ganz blöd sein können, ja, wir dann eine Struktur haben, die das alles ausbremst. Das zweite Beispiel, was für mich viel schwieriger ist, menschlich. Ich war mit 17 in einem Kibbutz. Ich war nie Zionist. Aber ich habe immer gedacht, wenn die Juden einen Staat machen, das muss ein besserer sein. Nach all dem, was sie erlebt haben. Und das ist schiefgelaufen. Das ist es nicht. Und da fange ich an zu denken. Ich bin hilflos. Das ist jetzt nicht, ich gebe dir jetzt die Lösung. Ich sage, in meiner juvenilen Hoffnung, dass es zu bessern, dass wir zum Beispiel dieses, wir müssen aus der Geschichte lernen. Verdammt nochmal. Bisschen, manchmal, aber nicht so viel. Nicht so viel, wie ich so merke. Und das ist,
das ist das Schwierige zu verarbeiten. Ja, das Schwierige zu verarbeiten, auch wenn wir jetzt die Situation in Frankreich sehen, in den, die Entwicklung der Rechtsradikalen, die, wie viele gutmeinende Menschen dann eigentlich sagen, ja, Putin, ja, oder die anderen, Trump, ja, und so weiter, wo man sich einfach nicht mehr, also so schwierig ist, sich zu orientieren. Das heißt, ich weiß, ich will auch keine andere Form als die Demokratie. Ich glaube, dass auch dass die demokratische vielleicht ein Schutz sein kann oder sogar was Besseres entwickeln. Und gleichzeitig haben wir doch alle Zweifel und haben und gucken uns Wahlergebnisse an oder marschieren in den alten, in den neuen Bundesländern, gehen da spazieren und sagen, mein Gott, und dann kommt so jemand wie ich, der so blöde Witze macht, hätte man Sachsen den Russen gelassen, hätten wir unsere Ruhe jetzt hier und so weiter. Also wir sind ja im Café, also es ist Kaffeehauskultur, ja. Aber denken wir doch, also was wir leiden auch an dieser Demokratie, wenn sie nicht so läuft, wie wir es gern hätten, das will ich nur sagen. Und dann wird es schwierig, wenn du eine gesellschaftliche Struktur hast, wenn du eine Verfassung hast, wo die Menschen dann bereit ist zu akzeptieren, dass eine legitime Vertreterin der Wahrheit, eine Partei, diejenige ist. Denn die Kommunisten wollten eine Demokratie. Die ist ja nicht so, dass sie bösartig eine Diktatur wollten. Sondern um dahin zu kommen, muss uns die Partei dahin führen. Sonst schaffen wir es nicht, weil wir alle zu blöd sind und was nicht falsch ist vielleicht oder so. Das wollte ich nur sagen, ja. Also natürlich bin ich Rousseauist, aber mit manchen Bedenken und bin ganz froh, dass wir jetzt Strukturen in der Demokratie haben, dass, wenn es nicht so klappt mit der rousseauistischen Entwicklung, wir trotzdem vielleicht auf dem Boden einer demokratischen Verfasstheit zurückgeholt werden können. Ja, aber die Strukturen, Verfassungen können nur so lange eine Demokratie bewahren und schützen, wie die Mehrheit der Bevölkerung bereit ist, für diese Demokratie einzutreten. Und wenn sie der Auffassung ist, sie ist sozusagen es nicht wert, sie zu erhalten, weil ihre Eigeninteressen oder eine Ideologie ihnen etwas anderes verspricht, dann wird auch sozusagen der beste Rahmen nicht halten. Und deshalb muss in einer Demokratie so viel Aufklärung noch existieren, dass wir zum Beispiel, so wie du eben, die unkontrollierte Öffentlichkeit kritisiert hast. Wir müssen davon ausgehen, dass in der Öffentlichkeit der öffentliche Gebrauch der Vernunft ja immer umkämpft und bekämpft ist. Aber in dem Moment, wo wir davon ausgingen, er ist nicht mehr möglich, was würden wir da eigentlich denken? Also wie würden wir miteinander umgehen, wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kämen, das, was wir sagen, hat jetzt hier in diesem Raum überhaupt nicht einen kleinen rationalen Effekt mehr. Ja? Hier in dem Raum ja, aber wir wissen nicht, wie das da drüben aber das kannst, ist. Ja, du kannst das, ja, du das kannst das kritisieren. Du kannst das kritisieren und wir müssen kritisieren, wie eine Öffentlichkeit verzerrt und deformiert wird. Aber die Aufklärung sagt, das einzige Mittel dagegen ist Aufklärung, ist die Wahrheit zu sagen und ist das Falsche zu widerlegen. Ja. Und das ist das, was in einer Demokratie an Glaube, an die Aufklärung nicht aufzugeben ist. In dem Moment, wo wir sagen würden, die Populisten sind nicht mehr zu erreichen mit Argumenten. Würden wir die sozusagen nur noch wie Objekte behandeln? Nee. Und das können wir nicht, das geht nicht. Und deshalb ist selbst bei dem verstocktesten AfD-Wähler müssen wir mit Argumenten weiterhin
operieren und können dir nicht einsperren oder dir eine Pille geben oder sowas. Das ist einfach, deshalb ist der Geist der Aufklärung aus einer Demokratie, die sich ernst nimmt, gar nicht wegzudenken. Ja, aber ich glaube, also ich würde es anders, klar musst du mit denen argumentieren, mit der AfD argumentieren, ich habe so oft und immer getan und so weiter, Amen und wir machen es weiter. Das ist nicht das Problem. Ich glaube aber, dass in einer Demokratie eins muss immer mitgedachte demokratische Machtverhältnisse. Was mich interessiert, ich sehe eine Gesellschaft heute so grob, ein Drittel der Menschen, also ich nehme mal die Sache Flüchtlinge und Migranten. Ja. Ein Drittel der Menschen sind willkommen, ja, das gehört dazu und es ist schwierig, aber wir wollen das, das gehört zur Welt, wie sie heute. Ein Drittel der Menschen sagen, wir sind dagegen. Egal, was du mir an Argumenten gibst und so weiter, wir sind dagegen. Ja. Und ein Drittel ist in der Mitte, mal so, mal so. Ich weiß es nicht, ich bin ängstlich, ich habe gehört und dies. Und zur Demokratie zuerst, dass du nicht deine ganze Zeit verbrauchst mit dem Drittel da, auf der anderen Seite, sondern mit dem Drittel, die unsicher ist. Wenn du die Drittel der unsicher überzeugt, dass du einen rationalen Weg dafür hast, ja, hast du Machtverhältnisse, dass die in der Minderheit führen und sagen, okay, sie denken anders, aber sie haben nicht eine große Klappe. Und das ist wichtig. Denn wenn du ihnen die große Klappe hältst, wir sind nicht die Opfer, sondern die Migranten. Ja, genau. Ja? Und deswegen sage ich, ist die Öffentlichkeit, die Aufklärung ist, eine Mehrheit zu schaffen und dann und gleichzeitig kannst du dich mit der Minderheit auseinandersetzen und die versuchen aufzuklären und zu sagen, aber ich habe eine Schwiegertochter, die kommt aus Eritrea, die ist wirklich lieb und nett, wirklich. Und die werden und so weiter. Ja, okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde Europas, das Institut Franco-Allemand des Sciences Historiques et Sociales und die Romanfabrik bedanken sich für ihr Kommen. Wir bedanken uns aber besonders bei unseren heutigen Referenten Rainer Forst und Daniel Cohn-Bendit. Herzlichen Dank. Applaus